Liebe Freunde der Deutschen Schule Teneriffa, heute wollen wir euch unser Schulleben, aber vor allem unsere Werte und Pädagogik vorstellen. Desde la guardería Kikri o el centro infantil Regenbogen, los niños aprenden alemán de manera lúdica y natural. Los juegos y las rutinas están diseñadas para que, sin apenas enterarse, aprendan a desenvolverse de manera sencilla en este idioma. No son necesarios ni los conocimientos previos ni que los padres hablen alemán. Von der Kinderkrippe Kikri bis zum Kindergarten Regenbogen lernen Kinder spielerisch und natürlich Deutsch. Die Spiele und Tagesabläufe sind so konzipiert, dass die Kleinsten, ohne es bewusst zu merken, lernen, in dieser Sprache zu kommunizieren. In diesem Alter sind weder Vorkenntnisse noch Deutschkenntnisse der Eltern notwendig. Naja, auch weil für kleinere Tore eher. En primaria y secundaria, los alumnos pasan a reforzar los conocimientos del idioma en todas las asignaturas. Ya sea en geografía o en educación física, los profesores enseñan su materia haciendo hincapié en el correcto uso del lenguaje. Así, el alumno no aprende de manera aislada en una asignatura específica, sino que lo usa activamente para comunicarse en todo tipo de situaciones. In der Grundschule und Sekundarschule vertiefen die Schüler ihre Sprachkenntnisse in allen Fächern. Ob Geografie oder Sport, die Lernkräfte achten im Unterricht auf die Anwendung der deutschen Sprache, damit der Schüler sie nicht isoliert im Deutschunterricht lernt, sondern sie aktiv und richtig nutzt, um sie in allen möglichen Situationen und sich mit verschiedenen Personen verständigen zu können. Österreich und Ungarn verstärkte. Desde primaria y hasta bachillerato, los alumnos pueden disfrutar de las ventajas pedagógicas de las tablets. Estos dispositivos no sustituyen completamente los libros de papel, ni supondrán que los alumnos escriban menos a mano, pero sirven como recurso educativo para innovar, investigar y trabajar de manera dinámica en clase, preparando así a los alumnos a un futuro cada vez más digital. Ab der Grundschule und bis zur Oberstufe werden Tablets pädagogisch eingesetzt. Diese Geräte werden Bücher nicht vollständig ersetzen, noch bedeuten sie, dass die Schüler weniger mit der Hand schreiben. Aber sie dienen als Bildungsressource für Innovation, Forschung und dynamisches Arbeiten im Unterricht und bereiten die Schüler auf eine zunehmende digitale Zukunft vor. 0 und 2. Para atender las necesidades de todos los alumnos, asignaturas como alemán, matemáticas o inglés se realizan con estrategias innovadoras como el desdoble team teaching o con división en grupos permeables y diferenciados por niveles que posteriormente se unen para ayudarse mutuamente, permitiendo que los alumnos se apoyen y tengan la posibilidad de un refuerzo y de aprender en grupos reducidos. Um auch den Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, werden zum Beispiel Fächer wie Mathematik, Deutsch oder Englisch mit innovativen Strategien wie Teamteaching oder der Einteilung in differenzierte Gruppen durchgeführt. Später finden sich die Schüler in heterogenen Lerngruppen zusammen, um sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen und somit auch ihre Sozialkompetenzen zu stärken. So hat jeder Schüler die Möglichkeit zur Förderung und zum Lernen in kleinen Gruppen. Wenn man Schuluniform hat, muss man nicht jeden Morgen denken, was man anziehen muss. Schuluniform verändern. Y así, como si de su lengua materna se tratase, los alumnos de bachillerato realizan ejercicios de química, física o biología en alemán. Al terminar el Abitur, la selectividad alemana, estarán preparados para estudiar en Alemania, España o cualquier lugar del mundo. Und so absolvieren die Abiturientinnen und Abiturienten Aufgaben in Chemie, Physik oder Biologie ganz natürlich auf Deutsch. Das Abitur ermöglicht schließlich den Schülern ein Studium in Deutschland, Spanien oder weltweit. Sind Sie neugierig geworden? Alles Weitere und vieles mehr finden Sie auf unserer Homepage.